So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wer gestern Abend beim Livestream dabei war, der wird gesehen haben, Flatti hat eine neue Challenge rausgehauen. Die Flatti Challenge, Zitronensaftkonzentrat auf Ex trinken. Moin Moin, ich bin's, euer Flatti. Boah, ist das ekelhaft sauer. Ich nominiere zwei Leute, und zwar Natururin und Ramses der Dicke. Mal schauen, ob die sich diese Challenge auch zutrauen werden. Jetzt habe ich gesagt, ich nehme das an, ich gehe los, ich gehe nicht in Rewe, ich gehe direkt in Netto, hol mir das so Zitronat. Er hat es in der Flasche gehabt, aber ich habe gesagt, ich hol mir das hier in diesen Plastikdrückknubbeln. Und möchte jetzt direkt einen Tag später das Video raushauen. Ich habe mir dafür hier wieder unseren bekannten Messbecher besorgt. Und warum? Wer Ramses kennt, der weiß, Ramses, der macht nicht einfach nur eine Challenge nach. Der versucht immer noch einen draufzusetzen. Deshalb war ich so dumm, anstatt in Netto zu gehen, erstmal in den Rewe zu gehen. Und im Rewe habe ich Folgendes gefunden. Express Zitrone, auf jeden Fall, mit Ölkapsel, sind's 1956. Da steht alles drauf, zum Würzen von Salaten, Fisch und Fleisch, zum Mixen für Erfrischungsgetränke, zu Tee und zum Backen, nach dem Öffnen kühl aufbewahren. 98% Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat, Säurungsmittel und so weiter. Jetzt habe ich gedacht, genauso was suche ich eigentlich, so eine gelbe Drückflasche. Das Problem ist, das sind nur 100 Milliliter. Die machen wir trotzdem erstmal auf. Machen wir hier den scheiß Zettel weg. Ja, das ist auch zum Pieseln in die Flasche rein. Also hier. Das kennt ihr ja. Die Pissgeräusche aus Flattis Video. Ah. Wenn der Strahl zur Seite geht, wisst ihr, gleich ist alles zu Ende. Ach, einmal schräg, einmal gerade. Jetzt hätte ich also theoretisch zwei von diesen Flaschen kaufen müssen, damit ich an die 200 Milliliter vom Flatti rankomme. Dann habe ich aber gesehen, direkt neben diesen Flaschen gab es von Hitchcock Zitrone pur. Also 100% Direktsaft, Saft aus ca. 6 Zitronen. Und das sind sogar 200 Milliliter. Sprich, ich hätte einfach dieses Gläschen kaufen können und austrinken, dann wäre das genauso gewesen, genau dieselbe Menge wie beim Flatti. Riecht auf jeden Fall auch genauso, aber das packen wir jetzt auch mal hier mit rein. Das macht wenigstens keine Pissgeräusche. Und dann habe ich mir gedacht, weil ich ja versprochen habe, dass ich in Netto gehe und im Netto eben diese Knubbelflaschen hole, wo auf jeden Fall mehr drin ist als bei dem, bin ich es den Leuten schuldig, doch nachträglich nochmal in Netto zu gehen. Bin also direkt danach zum Netto gegangen. Dann habe ich die gefunden. Das sind genau die, von denen ich geredet habe, die ich eigentlich gemeint habe. Zitronella Säurungsmittel, 200 Milliliter. Das wäre also auch genau die Menge, die Flatti hatte. Jetzt habe ich aber das Problem gehabt. Ich bin dahin und da haben die gelbe und grüne Flaschen gehabt. Zitronella, Säurungsmittel, Limette und das Zitrone. Jetzt habe ich mir also eine Zitrone und eine Limette mitgenommen. Beides nochmal 200 Milliliter. Die sind natürlich vegan. Ist also alles gesund, alles kein Problem. Die möchte ich jetzt aber auch, wenn ich das hier aufkriege. Boah, wie dumm ist das denn gemacht? Möchte ich natürlich auch jetzt da dazu packen. Ach, ich mache einfach den blöden Deckel auf, dann müsste das ja gehen. Dann müssen wir es halt wieder reinpinkeln, bis zum geht nicht mehr. Die auf jeden Fall auch dazu schicken, dann müssten wir 700 Milliliter haben. Gucken, wie das funktioniert. Wunderbar, so sieht das dann aus und das geht jetzt hier rein. Vor allem ist heute Abend noch der Stream in der Spotlight-Stunde mit Kamau. Im Endeffekt wundert euch nicht, wenn ich während des Streams dann 10-mal aufs Klo muss und wieder komplett Durchfall habe. Das
Das hört sich an, wie wenn Adi aufs Klo geht. Ja, der hat immer so einen Strahl und dann pisst er immer extra gegen seine Wand. Also gegen seine Klowand, damit es extra nochmal schallert. Das macht er sicherlich mit Absicht. Hier auch wieder den komischen Zettel ab. Noch ein bisschen Limette dazu. Das wird auf jeden Fall saftig. Ich will nicht sagen super saftig, aber saftig wird es auf jeden Fall. Noch die Limette hinterher. Ich sind jetzt über 500, sehr schön. Also eigentlich 200 plus 200 plus 200 sind ja 600 plus 100. Es müsste also 700 rauskommen. Und dann sind wir mit 700 auf jeden Fall über den 200 drüber. Und haben hoffentlich alles richtig gemacht. Das müssen wir jetzt nur noch probieren. Ich kann nicht mehr drücken. Das müssen wir jetzt nur noch probieren, auf Ex zu trinken, um die Challenge abzuschließen und um im Videotitel kein Fragezeichen zu haben auf Ex, sondern ein Ausrufezeichen auf Ex. So, das jetzt alles fertig. Hier habt ihr also die Brühe. Ihr seht wirklich, das sind jetzt 700. Nee, auf der Seite steht's. Nee, auf der gar nicht. Hier drüben irgendwo. 700 Milliliter. Ihr könnt auch nochmal hier oben reingucken, wenn ihr wollt. Ich stelle euch jetzt auch mal hier auf das Klopapier. Ich habe das immer noch in der Hand, keine Sorge. Ich dachte, ihr denkt, ich tausche das aus. Hier ist wirklich nichts. Hier ist nur der Adi. Der kriegt gerade in den Beutel rum. Das habe ich aber auf jeden Fall immer noch. Und die 700 Milliliter Zitronen. Konzentrat. Wollen wir uns jetzt gönnen? Ich schwitze schon. Es war so anstrengend, jetzt da rumzurennen. In der Hektik. Erstmal Haare richten, genau. Nicolas Cage Frisur. Solange wie sie noch da ist, muss man die noch richten. Wartet ab, die Woche wird es passieren, ne? Aber erstmal muss ich noch C-Chrom raiden. Danach geht's aber ab. Jetzt auf jeden Fall Prost. Grüße an Flatty. Danke für die Challenge, für die Inspiration. Natururin ist ja schon nominiert, ne? Ich würde Pupsi mal nominieren, weil die doch so gerne Sachen mitmacht. Aber Pupsi, es reicht, wenn du so ein Fläschchen mal probierst, also so 200 Milliliter oder halt so eine Flasche. Du musst nicht so ein ganzes Bottich trinken. Also ich nominiere Dani der Dicke, Pupsi und Iswo wie immer, aber irgendwie vom Iswo kommt da immer nichts. Ich glaube, der ist verschollen im Erdboden. Manns Haulwurf können wir auch nominieren. Obwohl, den kann ich das ja so schreiben. Wer Bock hat, kann das auch so nachmachen. Jetzt auf jeden Fall Prost, wir gönnen uns das. Adi ist schon bereit im Kotzbeutel, falls es runterkommt. Kennt ihr die Folge vom Homer, also von den Simpsons, wo der in diesem Süßigkeitenmuseum ist und in der Mitte ist so eine Statue aus Gummi, wo sie sagen, das ist die Venus, das ist das sauerste Süßigkeiten-Gummi-Drops-Ding, was es auf der ganzen Welt gibt. Und plötzlich drehen sie sich rum und es ist weg. Und haben gefragt, wo ist das hin? Und Homer steht da, keine Ahnung. Und der ganze Mund zusammengezogen, weil das eben so extrem sauer ist und er sich das reingezogen hat. So fühle ich mich gerade. Vor allem auch, ihr merkt richtig an den Zähnen, wie das irgendwie so knirschelt, wie das so richtig stumpf wird, wie die Säure, also den ganzen Mund irgendwie angreift oder betäubt. Ich muss auch sagen, ist gerade richtig schlecht. Eben beim Reden habe ich schon gedacht, ich kotze gleich in den Becher rein. Ich glaube, wenn ich es jetzt drauf anlegen würde, wird es auch gleich rauskommen. Wir versuchen es aber natürlich drin zu behalten. Auf jeden Fall ist es geschafft, auf Ex, das Zitronensaft-Konzentrat auf Ex XXL Challenge 700 Milliliter. Danke, Flatty, für die Nominierung.
Grüße gehen raus an alle, die das auch mal probieren wollen. Übertreibt es halt nicht, ihr müsst eure Grenzen kennen. Ich kenne meine nicht. Jetzt bin ich schon wieder komplett fertig mit der Welt. Egal. Wir sehen uns heute Abend auf jeden Fall im Stream. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.